Das ist mein Stiefvater. Er heißt auch Andrews. Und Sie heißen alle Karen. Guten Tag. Hallo. Tag. Habt ihr auf dem alten Güterbahnhof rumgespielt? Tut das nie wieder, verstanden? Das ist sehr gefährlich. Da sind schon schlimme Unfälle passiert. Ja, hier spucken Züge, da staunt ihr. Hm? Sie kommen jede Nacht aus den Tunneln heraus und dann fahren sie wieder rein, ganz von alleine. Da ist kein Mensch drin. Und niemand weiß, wann die Geisterzüge kommen. Wo bleibt er denn? Ich glaube, da kommt er. Wo warst du? Der Zug ist vor mindestens einer Stunde wieder hier reingefahren. Was? Wo kann denn der Zug bloß geblieben sein? Dieser Wächter hat uns doch erzählt, dass der Eingang zur zweiten Gabelung gesperrt ist. Vielleicht hat er doch recht. Aber vielleicht kann der Zug nur dorthin gefahren sein, denn am anderen Ausgang fahre ich ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Vielleicht ist es doch ein Geisterzug. Ach, hör auf. Julian, George hat die Leine wieder ausgelegt. Sie gibt's nicht auf, hä? Findest du nicht, dass wir ihm mal den Gefallen tun sollen? Was meinst du damit? Du wirst gleich sehen. Die Jungs haben sich wieder auf die Socken gemacht. Komm, Timmy. Ist ja komisch, die schlafen. Komm, Timmy. Wir müssen den Tunnel noch mal untersuchen. Wollen wir es gleich tun? Nein, nicht heute Abend. Vielleicht morgen früh. Also gut. Bis morgen. Gute Nacht. Nacht, Jörg. Was hältst du davon, wenn wir zwei morgen früh mal runter zum Tunnel gehen und sehen, was los ist? Wir zwei finden bestimmt eher was raus als die blöden Jungs. Ah, guten Morgen, Kinder. Ist das nicht ein wundervoller Tag zum Käferjagen? Wo sind denn George und Timmy? Ach, die sind irgendwo hingegangen. Als wir aufgewacht sind, war sie weg. Wo ist denn Jörg? Hat der Kerl schon wieder verschlafen? Dann müssen wir ihn eben abholen. Wir haben noch ausgemacht, dass wir ihn heute Vormittag... Dick, sei still! Was wolltest du gerade sagen? Ach, wir wollten uns nur mal ein bisschen in der Gegend umsehen. Oh, das ist gar keine schlechte Idee. Ich hole meine Sachen, dann komme ich mit. Bis gleich. Nein, das geht nicht. Ich glaube nicht, dass Ihnen das Spaß machen würde, Sir. Nein, bestimmt nicht. Ja, schon gut. Mir ist doch gerade eingefallen, dass ich hier noch was zu erledigen habe. Ich werde nicht mitkommen. Also ab mit euch. Worauf wartet ihr? Ich halte hier inzwischen die Stellung. Wäre auch viel zu anstrengend für Sie. Das ist nett von Ihnen. Bis zum Tee sind wir wieder da. Komm, Ann. Wiedersehen. Komm, Timmy, was ist los mit dir, du Feigling? Nicht zu sehen. Dann gehen wir ans andere Ende. Viel schöner am Tag auf Entdeckung zu gehen. Da sieht man viel mehr. Ja, schon gut, Ann. Mr. Andrews hat aber eine Menge Arbeiter. Ja, und viele Fahrzeuge. Hätte nicht gedacht, dass man auf einer so kleinen Farm so viele Fahrzeuge braucht. Komm, Peter, pass mal mit an. Ich möchte zu gern wissen, was da drin ist. Ich glaube, ich habe was gefunden. Nanu, was ist denn das?
Timmy, wo bleibst du denn? Du sollst dich nicht rumtreiben. Jetzt komm endlich hier und bleib hier. Timmy! Timmy! Keine Angst, Timmy, ich hol dich schon wieder raus. Was soll denn das? Was habt ihr hier rumzuschnüffeln? Wir schnüffeln nicht rum, wir wollten Jock abholen. Guten Tag. Da ist er ja. Ich hab mal was zu tun, aber ich bin gleich fertig. Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch nicht am alten Güterbahnhof rumtreiben. Ich hoffe, ihr haltet euch daran. Gespensterzug. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, Jock. Ja, ja. Wo ist denn George? Weiß nicht, die ist mit Timmy irgendwo hingegangen. Sie hat manchmal ein bisschen komische Laune und dann ist sie lieber allein. Timmy! Oh, Timmy! Wie sollen wir bloß wieder hier rauskommen? Wir müssen wieder zurück. Timmy. Da ist niemand drin. Sag mal, Anne, bist du sicher, dass du mitkommen willst? Mhm. Aber wir werden bis zum Ende des Tunnels gehen. Wir wollen endlich wissen, wo der Zug hingefahren ist. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Los, verschwindet! Ich werde euch Beine machen! Wir sind doch schneller als ihr, also los! Hier könnte die Gabelung irgendwo kommen. Ja, meinst du? Na klar, sieht man doch. Ist ja doch ganz schön unheimlich. Der Schaffner hat recht, hier ist alles zugemauert. Und was jetzt? Dann müssen wir eben den anderen Schienen nachgehen. Wir
schon lange kein Zug mehr gefahren. Die Schienen sind schon ganz zugewachsen. Und was jetzt? Frag doch nicht immer, was jetzt. Wir müssen eben wieder zurück. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Nein, danke. Mir reicht's. Ich gehe außen rum. Wir treffen uns am anderen Ende. Bis dann. Wiedersehen, du feige Pute. Wir sehen uns am anderen Ende. Sei bloß vorsichtig. Hätten Sie denn nicht besser aufpassen können? Was hätte ich tun sollen? Ich konnte Ihnen nicht nachlaufen. So ein verdammter Mist. Seid ihr fertig? Mhm. Nach Ihnen bitte. Feigling. Ich bin ja gespannt, ob wir was finden. Da muss doch was sein. Oh nein! So, jetzt erwisch ich dich aber, du. Wieso hat dich Andrews nicht erwischt? Komm her! Hilfe! 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 Seht mal davon. Dass mir keiner entwischt. Ich verstehe das einfach nicht. Was denn? Hinter uns sind die Schienen ganz rostig und ab hier sehen sie aus wie neu. Das heißt, sie sind in letzter Zeit benutzt worden. Ja, genau. Aber wie können sie die eine Hälfte benutzen und die andere nicht? Dad! Mr. Andrews! Ihr seid es doch! Julian und Jock! Ich hatte dir doch verboten, hierher zu kommen. So ein verdammter Mist. Hätten Sie denn nicht besser aufpassen können? Aber Dad! Bringt sie hier weg. Ey! Mr. Luffy wird die Polizei benachrichtigen und dann wird man uns suchen. Die finden uns schon. Aua! So, und jetzt hier weg. So eine Schweinerei! Dieses Schwein hat den Strick so festgezogen, dass mir die Füße wehtun. Und was nun? Ich glaube, ich habe was gehört. Ich auch. Ach, das ist bloß ein Hund. Timmy! Das gibt's doch nicht. Das ist Timmy. Und wo ist George? Na hier. George! Und wo ist Anne? Bleiben Sie denn nur, schon dunkel. Lass mal nachsehen. Hier. Hoffentlich ist hier nichts passiert.
Kaffee. Mr. Luffy, schnell! Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? Ungefähr da, wo der zweite Tunnel zugemauert ist. Aha. Aber er ist gar nicht richtig zugemauert. Die Mauer lässt sich öffnen. Man muss nur einen Trick kennen, so wie bei Sesam, öffne dich. Ui. Seht ihr das da? Von der anderen Seite sieht's aus wie eine Ziegelwand. Mhm. Haben die dich aber festgebunden? Auf der anderen Seite ist noch so eine komische Wand. Seht mal. Wir sind genau dazwischen. Und in diesem Zwischenraum verstecken sie auch den Geisterzug. Ganz schön schlau, was? Mhm. Ah. Was war denn das? Ist ja toll, ein unterirdischer Bahnhof. Wozu brauchen die den bloß? Die haben irgendwas geklaut und das verstecken sie bestimmt hier. Die lassen das Zeug einfach eine Weile hier und wenn es keiner mehr sucht, wird es verkauft. Und mit dem Lastwagen auf der Farm meines Stiefvaters bringen sie das Ganze zum alten Güterbahnhof. Und dort wird es auf den Zug umgeladen. Dort laden sie es auf den Zug um, fahren es hier rein und kein Mensch merkt was. Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Helft mir mal. Ich habe hier was gefunden, damit kann man bestimmt die Wand öffnen. Sesam, öffne dich! Hier ist niemand. Mr. Andrews! Die Männer sind alle weg. Das ist ja merkwürdig. Ja, und die Lastwagen sind auch alle weg. Wirklich merkwürdig. Die Mauer ist auf. Wie kommt das? Keine Ahnung. Sucht sie! Mrs. Andrews? Sie scheint auch nicht da zu sein. Merkwürdig, sind alle ausgegangen. Ja. Aber sie wird sicher nichts dagegen haben, wenn wir ihr Telefon benutzen. Wir müssen unbedingt die Polizei rufen. Das wird sie doch einsehen. Harry! Ja? Geh du zum anderen Ausgang! Ja, ich gehe schon. Und was machen wir jetzt, Julian? Der Schacht. Ich bin durch einen Schacht hier reingefallen. Wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir ihn hochklettern. Ja, das machen wir. Was machen wir mit Timmy? Der findet schon allein hier raus. Er ist intelligent genug. Ohne Timmy gehe ich nicht. Natürlich kommst du mit. Nein! Los, geh raus! Nein! Beeil dich! Ein Schnappschloss haben oder sowas. Ich krieg's nicht auf. Ich schaff's nicht.
weg. Die können doch nicht verschwunden sein. Sie haben sich in Luft aufgelöst. Wir haben alles abgesucht. Dann suchen wir eben nochmal. Los! Na gut. Sehen Sie mal, da drüben. Mr. Luffy, was machen die nur? Ja, was? Die Polizei geht in die falsche Richtung. Dann lauf ihn nach und sag's ihnen. Julian! Ich kann dich nicht mehr halten! Hier sind sie! Kommt runter, ihr beiden! Nein! Au! Na, siehst du, Glöckchen. Sie müssen da drin sein. Ja. Die Polizei, schnell weg! Na, hast du es ihnen gesagt? Da vorne laufen sie. Aber nicht lange. Timmy, da bist du ja. Los, fass! Hier lang. So. Hier sind sie. Keine Bewegung. Kommen Sie raus. Sie haben sie. Ja, ja, unsere tüchtige Polizei. Armer Jock. Was macht er jetzt nur ohne seinen Vater? Ich nehme an, er ist ganz froh, dass er hier los ist. Außerdem hat er ja noch seine Mutter. Ist denn auch keinem von euch was passiert? Nein, wieso denn? Ach du großer Gott, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich habe euren Vater angerufen. Hallo Kinder, Kinder, wo seid ihr? Gott sei Dank, ihr seid alle heil davongekommen. Also ich muss schon sagen, ihr seid die schmutzigsten Kinder, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, aber dafür sind wir gesund, Onkel Quentin. Ihr konntet's wieder mal nicht lassen, Detektiv zu spielen, was? Könnt ihr nicht mal einen normalen Urlaub verbringen? Nein. Was hinter verbotenen Türen auch steckt, wir kennen kein Zurück, es wird von uns entdeckt. Wir lassen uns keine Gefahr entgehen. Don't take.